Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um meinen Lieblingsküchenhelfer, den elektrischen Fleischwolf. Perfekt für alle, die selbstgemachte Würste, Hackfleisch oder Tartar lieben. Abonniert meinen Kanal, liked das Video und hinterlasst einen Kommentar. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Meinungen zu Fleischwölfen. Aktiviert auch die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Macht es euch bequem, lehnt euch zurück und taucht mit mir in die Welt der elektrischen Fleischwölfe ein. Viel Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Der Bosch Pro Power MFW 68660, ideal für Hackfleischliebhaber. Mit beeindruckenden 2200 Watt Blockierleistung und 800 Watt Leistung erzielt er kraftvolle Ergebnisse. Ein Pluspunkt ist der mitgelieferte Wurstaufsatz, mit dem ihr eure eigenen Würste herstellen und den Geschmack nach euren Vorlieben anpassen könnt. Zudem sind drei Edelstahl-Lochscheiben in den Größen 3 mm, 4,8 mm und 8 mm enthalten, um das Hackfleisch in verschiedenen Feinheitsgraden zu verarbeiten. Ein weiterer Vorteil ist der Kebbeaufsatz, mit dem ihr leckere orientalische Gerichte wie Kibbe zubereiten könnt. Der Durchlaufschnitzler erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Fleischwolfs, indem er euch ermöglicht, auch Gemüse und Käse zu zerkleinern. Trotz beeindruckender Leistung weist der Bosch Pro Power einige negative Punkte auf. Benutzerberichten zufolge ist das Gerät relativ laut bei längeren Einsatzzeiten. Das Reinigen des Fleischwolfs erfordert etwas Aufwand, da die verschiedenen Teile sorgfältig auseinandergenommen und gereinigt werden müssen. Der A-Bay-Sail ist eine multifunktionale Küchenmaschine für das Zerkleinern von Fleisch und die Herstellung von Würsten. Mit 1800 Watt Leistung bietet er schnelle und effiziente Ergebnisse. Ein Pluspunkt ist das zweischneidige Edelstahlmesser dieses Fleischwolfs, das eine präzise und gründliche Zerkleinerung des Fleisches ermöglicht. Mit den mitgelieferten drei Lochscheiben in verschiedenen Größen, fein, mittel, grob, könnt ihr das Fleisch in verschiedenen Konsistenzen verarbeiten. Der A-Bay-Sail wird mit einem Wurstaufsatz geliefert, um eigene Würste herzustellen. Der Kebbeaufsatz ermöglicht die Zubereitung orientalischer Spezialitäten wie Kibbe. Ein Stopfer ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um das Fleisch sicher durch den Fleischwolf zu schieben. Bei all den positiven Eigenschaften gibt es jedoch auch einige negative Aspekte zu beachten. Benutzer haben berichtet, dass der Fleischwolf bei längeren Einsätzen heiß werden kann, was zu einer Verringerung der Leistung führen kann. Zudem wurde angemerkt, dass das Reinigen des Geräts etwas umständlich ist, da verschiedene Teile auseinandergenommen werden müssen. Der Yummy Story 2950R beeindruckt mit vielfältigen Funktionen und einer Leistung von 2500 Watt Blockierleistung. Mit diesem Gerät könnt ihr nicht nur Fleisch zerkleinern, sondern auch Würste herstellen, Kekse backen und sogar Kubbe, eine beliebte orientalische Spezialität, zubereiten. Ein großer Pluspunkt dieses Fleischwolfs ist seine hohe Leistungsfähigkeit, die selbst mit hartem Fleisch spielen zurechtkommt. Mit den mitgelieferten Edelstahl-Lochscheiben und Kegelklingen könnt ihr die Feinheit des Fleischs einstellen und eure Kreativität in der Küche ausleben. Der Fleischwolf wird mit einem Wurstfüller geliefert, um eigene Würste herzustellen. Der Kubbe-Aufsatz erweitert die Zubereitungsmöglichkeiten für orientalische Gerichte. Mit dem Cookie-Aufsatz könnt ihr köstliche hausgemachte Kekse backen. Trotz beeindruckender Leistung und Funktionalität sind einige Benutzer besorgt über die Lautstärke während des Betriebs und den Zeitaufwand für die Reinigung. Der Maykay ist eine leistungsstarke Küchenmaschine für den Hausgebrauch. Mit seiner starken Motorleistung von 2000 Watt ermöglicht er ein schnelles und effizientes Zerkleinern von Fleisch für verschiedene Gerichte. Ein Pluspunkt dieses Fleischwolfs ist die mitgelieferte Auswahl an 3 Mahlplatten. Ihr könnt die Feinheit des gemahlenen Fleisches nach euren Vorlieben anpassen und verschiedene Texturen erzielen. Die Wurstfüllrohre ermöglichen es euch zudem, eigene Würste herzustellen und den Geschmack individuell anzupassen. Die Verwendung von Edelstahl für die Wurstmaschine gewährleistet Haltbarkeit, einfache Reinigung und Hygiene. Ein möglicher negativer Punkt ist, dass der Fleischwolf bei hartem Fleisch etwas langsamer arbeiten kann und das Gerät während des Betriebs etwas laut sein kann. Der Caso FW2000 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät für die Fleischverarbeitung. Mit einer nominalen Leistung von 800 Watt und einer blockierten Leistung von 2000 Watt bietet er ausreichend Kraft, um Fleisch effizient und schnell zu zerkleinern. Ein positiver Aspekt dieses Fleischwolfs ist sein robustes Alu-Guss-Gehäuse. Es verleiht dem Gerät nicht nur eine ansprechende Optik, sondern sorgt auch für Stabilität und Langlebigkeit. Das Gehäuse ist leicht zu reinigen und sieht in der silbernen Farbe elegant aus. Mit einer Verarbeitungskapazität von etwa 2 kg pro Minute ist der Caso FW2000 ideal für die Verarbeitung großer Mengen Fleisch geeignet. Das ermöglicht eine effiziente Arbeitsweise, insbesondere wenn ihr größere Portionen Hackfleisch oder Wurst herstellen möchtet. Ein weiterer Vorteil ist der mitgelieferte Spritzgebäckaufsatz. Damit könnt ihr nicht nur Fleisch verarbeiten, sondern auch leckere Spritzgebäck und Plätzchen für besondere Anlässe herstellen. Dies erweitert die Funktionen des Fleischwolfs und macht ihn zu einer multifunktionalen Küchenmaschine.
Ein möglicher negativer Punkt ist, dass einige Benutzer berichtet haben, dass der Fleischwolf während des Betriebs relativ laut sein kann. Dies kann als störend empfunden werden, insbesondere bei längeren Einsatzzeiten. Zudem ist das Gerät aufgrund seiner Leistung möglicherweise etwas schwerer und sperriger als andere Modelle. Der Bosch Compact Power ist ein elektrischer Fleischwolf, der mit seinen praktischen Funktionen und seiner zuverlässigen Leistung überzeugt. Mit einer Blockierleistung von 1600 Watt und einer Motorleistung von 500 Watt bietet er ausreichend Kraft für die effiziente Verarbeitung von Fleisch. Ein positiver Aspekt dieses Fleischwolfs ist die inkludierte Auswahl an Edelstahl-Lochscheiben. Mit den Lochscheiben in den Größen 4mm und 8mm hast du die Möglichkeit, das Fleisch in unterschiedlichen Texturen zu zerkleinern und Hackfleisch nach euren Vorlieben herzustellen. Das zweischneidige Messer sorgt für eine präzise und gründliche Zerkleinerung des Fleisches. Zusätzlich ist ein Kebbeaufsatz im Lieferumfang enthalten, der es euch ermöglicht, köstliche orientalische Gerichte wie Kibbeh zuzubereiten. Ein weiterer Vorteil dieses Fleischwolfs ist seine Spülmaschinengeeignetheit. Das erleichtert die Reinigung erheblich und spart Zeit und Aufwand. Die verschiedenen Teile des Fleischwolfs können einfach auseinandergenommen und bequem in der Spülmaschine gereinigt werden. Ein möglicher negativer Punkt ist, dass einige Benutzer berichtet haben, dass der Fleischwolf bei längeren Einsatzzeiten heiß werden kann, was zu einer Verringerung der Leistung führen kann. Zudem haben einige Nutzer angemerkt, dass das Gerät etwas laut sein kann, was als störend empfunden werden kann. Der Heinrichs ist ein leistungsstarkes Gerät, das mit seiner robusten Konstruktion und seinen vielfältigen Funktionen überzeugt. Mit einem leistungsstarken 1800 Watt Motor und einem Profi-Metallgetriebe bietet er eine zuverlässige Leistung für die Fleischverarbeitung. Ein positiver Aspekt dieses Fleischwolfs ist die Vielseitigkeit des Zubehörs. Es werden drei verschiedene Hacksiebe mitgeliefert, die es euch ermöglichen, die Feinheit des Hackfleischs nach euren Vorlieben einzustellen. Der Kebbeaufsatz eröffnet euch die Möglichkeit, köstlich orientalische Gerichte wie Kibbeh zuzubereiten. Der Wurstaufsatz ermöglicht es euch, eure eigenen Würste herzustellen und ihnen eine persönliche Note zu verleihen. Zusätzlich wird ein Stopfer mitgeliefert, um das Fleisch sicher durch den Fleischwolf zu schieben. Die Verarbeitungskapazität von bis zu 2 Kilogramm Fleisch pro Minute ist beeindruckend und ermöglicht eine effiziente und schnelle Verarbeitung größerer Mengen. Das spart Zeit und Aufwand in der Küche. Ein möglicher negativer Punkt ist, dass einige Benutzer berichtet haben, dass das Gerät während des Betriebs relativ laut ist. Dies kann als störend empfunden werden, insbesondere bei längeren Einsatzzeiten. Zudem haben einige Nutzer angemerkt, dass die Reinigung des Fleischwolfs etwas zeitaufwendig sein kann, da verschiedene Teile auseinandergenommen und gründlich gereinigt werden müssen. Vielen Dank, dass ihr euch mein Video über die besten elektrischen Fleischwölfe angesehen habt. Ich hoffe, die vorgestellten Produkte konnten euch inspirieren und helfen, die richtige Wahl für eure Bedürfnisse in der Küche zu treffen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr weitere spannende Inhalte rund um Küchengeräte und Kochtipps sehen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vergesst nicht, das Video zu liken und einen Kommentar dazulassen, um eure Erfahrungen und Meinungen mitzuteilen. Aktiviert außerdem die Glocke, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.